Ja, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, wir haben als Gewerkschaft Union im Kapitel 1, Seite 21, eine Ergänzung hier eingebracht. Und lasst mich kurz erklären, warum es zu dieser Ergänzung gekommen ist, beziehungsweise wo denn unsere Beweggründe liegen. Viele Gemeindebedienstete, öffentlich Beschäftigte leisten im Auftrag der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, im Auftrag für Bürgerinnen und Bürger und erbringen für die Bürgerinnen und Bürger hier Dienstleistungen. Was wir erleben ist, dass wir aufgrund von Personalmangel, aufgrund von ausreichend qualifizierten Personal immer mehr in Situationen hineinkommen, wo dann die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber die Verantwortung gerne nach unten delegieren und sich überhaupt nicht mehr pfeifen darum, wie es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geht. Wir erleben das tagtäglich in Kindergärtner, wo in diesen elementaren Bildungseinrichtungen nicht ausreichend Personal zur Verfügung steht, qualifiziertes Personal zur Verfügung steht, wo dann, wenn etwas passiert, und wir hatten solche Prozesse schon, Eltern daherkommen, Gemeinden, Pädagoginnen strafrechtlich verfolgen und klagen und diese auch noch vor Gericht Recht bekommen. Die Folge ist, unsere Bürgermeisterinnen und Bürgermeister kümmern sich hier nicht ausreichend um dieses Thema. Und die Folge ist, dass wir Land auf, Land ab erleben, dass wir zum Beispiel im Kindergartenbereich Ausflüge nicht mehr durchgeführt werden, dass die Kinder nicht mehr schwimmen lernen, weil sich einfach die Pädagoginnen und Pädagogen nicht mehr raustrauen und das entsprechend zu erledigen aufgrund der Gerichtsurteile. Und das geht weiter bei Baubehörden, das geht weiter bei Wahlkartendelikten, wo ein Bürgermeister von einer kleinen Gemeinde kommt und sagt, gib mir schnell die 3 Wahlkarten für A, B und C. Wir wissen, was dann passiert ist. Und Krankenanstalten, Pflegeeinrichtungen, Absicherung von Wanderwegen und so weiter und so fort. Und es kommt immer mehr zu Gerichtsfällen, immer mehr zu Gerichtsurteilen. Und was dort passiert ist, dass sich das Gericht natürlich ein Bild macht. Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, und ich hoffe, es fühlt sich hier jetzt niemand persönlich angegriffen, haben das Recht, deppert zu sein. Das können sie auch vor Gericht entsprechend aussagen. Und übrig bleiben dort dann der Gemeindebedienstete, der wird verurteilt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das geht so nicht, das werden wir uns auch auf Dauer so nicht mehr gefallen lassen können. Wir werden so die Verwaltungen auch entsprechend lahmlegen, weil keiner mehr Verantwortung bereit ist zu übernehmen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind es gewohnt, dass wir in der Konfrontation mit den Bürgern natürlich hier heute aufgrund der neuen Technologien kein Problem, Foto wird gemacht mit einem Smartphone, wird wohin geschickt, es gibt eine Beschwerde, es gibt eine Anzeige bei der Korruptionsstaatsanwaltschaft, jeder fühlt sich bei einer Vergabe hintergangen, jeder ist dem Baurecht des Nachbarn neidig und es kommt zu Anklagen. Was wir aber jetzt auch erleben, ist eine neue Qualität, dass nämlich mittlerweile Bürgermeister die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beginnen anzuzeigen. Und das ist etwas, was wir so überhaupt noch nicht kennen. Wir haben Land auf, Land ab und quer durch alle Couleurs, ich sage das hier auch mit aller Deutlichkeit, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angezeigt werden, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann vor Gericht stehen, dort sogar freigehen, dann auch noch bei den internen Disziplinargeschichten freigehen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf 70, 80, 100, 200.000 Euro Kosten sitzen bleiben, weil die gleiche Gemeinde, der gleiche Bürgermeister nicht bereit ist, die Verantwortung dafür zu übernehmen. Und wir haben auch Kolleginnen und Kollegen, die dann natürlich zu uns kommen, um Hilfe bitten, genauso wie in der GÖD, und diese Unterstützung bekommen sie auch. Aber es muss irgendwie auch ein Weckruf da sein, dass die Politik hier, dass die verantwortlichen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister auch sich ihres Handelns bewusst werden. Und wir als Gewerkschaft und auch als Gewerkschaft Union sind sich dieser Verantwortung bewusst und machen dazu auch jetzt Rechtsgutachten und führen die ersten Musterprozesse und Schadenersatzprozesse. Und wir haben dazu auch Rechtsgutachten eingeholt. Und eines dieser Rechtsgutachten in der Stadt Salzburg, das aussagt, dass die Dienstgeber hier in der Fürsorgeverpflichtung nachkommen müssen und auch diese Prozesskosten tragen müssen, hat dann dazu geführt, dass der dortige Bürgermeister Bräuner das Gutachten genommen hat und 2 Tage später hat eine Anzeige gegen die Gewerkschaft unternommen. Herr Bräuner, ich weiß nicht, was Sie dort angezeigt haben und was Ihnen das angeht. Wir machen Gutachten, wann wir wollen, wir machen Gutachten, für wen wir wollen. Wir sind für unsere Kolleginnen und Kollegen da und schämen sich für ihre Handlungen. Daher haben wir diesen Zusatz
in diesen Artikel 1 oder in diesen Kapitel 1 hier angebracht und eingebracht. Es geht, wie gesagt, um die Rechtskosten und Fürsorgepflicht der Dienstgeber. Wir wissen, dass das natürlich auch vielfach Gewerkschaftsarbeit ist und dass wir da im Einzelfall dann auch vor Gericht gehen müssen und entscheiden müssen. Es geht aber auch darum, dass wir bei den Gerichtskosten, bei den Pauschalbeiträgen, und das trifft ja viele und alle, in der Situation sind, dass wenn jemand freigesprochen wird, der maximal für seine eigenen Kosten bis zu 5.000 Euro ersetzt bekommt, auf den Rest, und das sind teilweise 80, 90, 100.000 Euro, bleiben die Kolleginnen und Kollegen sitzen. Hier brauchen wir eine Veränderung im Strafrecht, hier brauchen wir Veränderung, wenn es darum geht, hier diese Gegebenheiten auf neue Zahlen noch entsprechend anzupassen. Und ich sage das auch, wir brauchen auch eine Veränderung im Strafrecht, was den 103 Untreue Strafgesetzbuch betrifft. Denn wenn jemand hier im Auftrag des Dienstgebers, im Auftrag des Bürgermeisters wissentlich und mit Zustimmung Handlungen setzt, dann kann es nicht sein, dass wir dann am Ende des Tages, wenn was schiefgegangen ist, in der Untreue drinnen hängen. Hier muss die Verantwortung genommen werden. Herzlichen Dank, Glück auf.